JDBC steht für Java Database Connectivity und ist eine Möglichkeit, aus Java-Anwendungen heraus mit der Datenbank zu kommunizieren. Wir geben einen kurzen Überblick, so ein paar grundlegende Konzepte. Natürlich ist hier auch wichtig, was sehr praktisch ist, das Ganze mal wirklich ausprobiert zu haben. Also eine typische JDBC-Anwendung oder den Beginn einer Java-Anwendung. Wir sehen hier, wie JDBC funktioniert oder wie das benutzt wird. Zu Beginn muss erstmal ein passender Treiber installiert werden oder geladen werden. In dem Fall, weil wir hier oft mit Postgres arbeiten, ist es der Postgres-Treiber. Das heißt, man initiiert das folgendermaßen: Class for Name und dann den Treiber-Klassennamen. Was genau das macht, ist nicht so wichtig im Hintergrund. Aber wenn wir das geladen haben, dann können wir jetzt eine Verbindung herstellen zu unserer Datenbank. Wir müssen dafür angeben, wo die Datenbank liegt, auf welchem Server. In dem Fall ist das Localhost. Dann den Datenbanknamen, zum Beispiel University mit unseren Beispieltabellen und dann dementsprechend auch das passende Passwort und den Benutzernamen dafür. So, das ist so der Standardteil, den kopiert man meistens raus aus anderen Anwendungen, die man schon mal geschrieben hat. Ich kann mir das auch irgendwie schlecht merken, wie jetzt genau der Syntax hier ausschaut, aber das nimmt man einfach so her. Und dann geht es eigentlich los mit der wirklichen Implementierung. Wir möchten eine Anfrage ausführen und dazu erzeugen wir ein einfaches Statement-Objekt, indem wir das von der Connection, also von der Verbindung her bekommen. Und wenn wir dieses Statement haben, das Statement-Objekt, dann können wir jetzt eine Anfrage ausführen, einfach indem wir schreiben Statement.execute query und dann einen String angeben, der eben eine ganz normale SQL-Anfrage darstellt, wie wir sie schon kennengelernt haben. Das war es im Prinzip schon. Jetzt haben wir also diese Anfrage ausgeführt. Diese Ergebnisse sind in einem Result-Set drin, beziehungsweise durch das Result-Set verfügbar. Das Result-Set hat Metadaten, das heißt, man kann sich von diesem Result-Set ein Metadatenobjekt geben lassen und über das Metadatenobjekt können wir drüber laufen und können uns jetzt die Spaltennamen heraussuchen, sodass wir in dem Beispiel einfach eine Ausgabe machen könnten auf die Kommandozeile, welche Spaltennamen es gibt in der Datenbank. Natürlich wollen wir auch über die Ergebnisse drüber laufen. Das macht man, indem man mit dem Punkt Next-Befehl von dem Result-Set zu dem nächsten Tupel springt, also so ein Iterator-Cursor-Prinzip, und dann für die Zeile, wo man hingesprungen ist durch Next, eben hier zum Beispiel mit dem GetString-Kommando den Wert in Form eines Strings aus der ersten Spalte holt. Wichtig ist hier zu sehen, dass in JDBC wir bei 1 anfangen zu zählen, das heißt die kleinste Spalte ist die Spalte mit ID 1 und nicht wie bei Arrays oder Listen in Java, dass wir bei 0 beginnen. Das ist ein bisschen, hier muss man sich einfach mal merken, dass das so ist. Der JDBC-Treiber für Postgres kann man hier runterladen, jdbc-postgres-ql.org, und es gibt auch eine Dokumentation dazu, aber die meisten Teile von diesen Treibern sind Standard-Java. Und dazu können Sie auch die Dokumentation im Paket java.sql anschauen, um zu sehen, wie man mit diesen Objekten Result-Set, Result-Set-Metadata, Connection, Statement und so weiter arbeiten kann. Ja, nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich habe das eben schon erwähnt, müssen wir nicht im Detail drüber gehen. Natürlich muss man den Treiber laden, damit die Java-Instanz auf ihrem Rechner eben weiß, wie sie mit einer Datenbank zu sprechen hat. Diese Treiber sind natürlich zugeschnitten auf das Datenbanksystem, sollen natürlich dann auch die Standardschnittstellen aus java.sql erfüllen, damit das einheitlich ist und man im prinzipiell zumindest die Datenbank durch eine andere Datenbank austauschen könnte, den passenden Treiber lädt und dann die Anwendung weiterhin funktioniert. Ja, Aufbau der Verbindung braucht man auch, klar. Und wie schon eben gesehen, haben wir Statement-Objekte. Und mit diesen Statement-Objekten können dann eben Anfragen ausgeführt werden. Am Ende, wenn man durch ist mit dem Lesen der Anfrageergebnisse, dann muss man das Statement auch noch schließen oder man sollte es schließen und ebenfalls sollte man die Connection zur Datenbank schließen. Denke, das haben wir schon gesehen: Statement Execute Query und dann bekommt man ein Result Set und kann dann drüber laufen. Wir können nicht nur Ergebnisse holen mit diesem Result-Set, also durch eine Statement-Anfrage ausführen, sondern wir können auch Updates natürlich ausführen. Da nimmt man sich auch wieder so ein Statement-Objekt
und führt dann den Befehl execute update aus. Und in diesem String steht natürlich eine SQL-Update-Anweisung. Und der Rückgabewert n enthält die Anzahl der aktualisierten Zeilen. Ja, gleiches gilt natürlich auch für Insert, Delete und irgendwelche anderen Befehle, die die Datenbank oder das Schema ändern. Wenn man mit solchen Datenbankverbindungen arbeitet, also mit solchen Statements, dann sieht man oft, dass man sich dann ja, diese Strings zusammenbastelt. Und oftmals haben aber die Anfragen ein gemeinsames Aussehen. Wir können zum Beispiel sehen, wenn wir sowas haben wie, wir möchten gerne von der Personaltabelle die Informationen haben für die Personen, wo das Gehalt größer ist als ein gewisser Wert. Und dann macht das natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt in der Anwendung verschiedene Anfragen haben, wo sich nur hinten das Gehalt, die Gehaltanfrage ändert. Diese Prepared Statements, die wir hier sehen, erlauben, dass man das parametrisiert. Das heißt, dass man ein Statement erzeugt, wo hier hinten ein Platzhalter benutzt wird für den echten Zahlenwert, den wir später einsetzen werden. Ja, man kann mehrere von diesen Platzhaltern haben. Es kann ein Integer sein, ein String sein und so weiter. Und diese Parameter werden natürlich vor der Ausführung des Prepared Statements dann gesetzt. Zum Beispiel in diesem Fall würden wir hier einen Doppelwert einsetzen für das Gehalt. Und das wäre der Befehl, um dieses Fragezeichen, diesen Platzhalterwert eben zu füllen. Wenn man mehrere Fragezeichen hat, also mehrere Parameter, dann müssen die natürlich dementsprechend gesetzt werden und dann kann die Anfrage auch ausgeführt werden. Ja. Dementsprechend geht das auch für Delete-Operationen und Update-Operationen und das ist eine elegantere Möglichkeit, eben mit Anfragen zu arbeiten, die solche Parameter haben, die häufig geändert werden. Wenn wir so ein Result Set bekommen für eine Anfrage, also wir immer sagen Execute Query, haben hier ein Prepared Statement oder kein Prepared Statement, sondern wir haben hier ein Statement, was hier dieses Gehalt eben so ein bisschen naiv hinten dran hängt als Parameter. Also wir basteln uns auch hier die Anfrage, das könnte man auch in dem Prepared Statement machen. Dann bekommt man ein Result Set und das Result Set ist eine Art Iterator oder ein Cursor auf dieser Datenbankverbindung und erlaubt uns jetzt über diese einzelnen Zeilen, also die Tupeln des Ergebnisses, drüber zu laufen. Und das geschieht genau mit dieser Methode Next, die wir zuvor auch schon gesehen haben. Ja. Das heißt, wir haben so einen Cursor, also dieses Objekt, Iterator, wenn man so möchte, und wir können durch das Aufrufen der Next-Methode eben durch die einzelnen Zeilen springen und zu jedem Standpunkt, zu jedem Ort, wo der Cursor aktuell steht, können wir durch Methoden wie getInt, getString, getDouble und so weiter auf die einzelnen Attributwerte zugreifen. Wir können entweder hier den Spaltennamen verwenden oder wir können auch die Position der Spalte, also die Ordnung der Spalte nehmen, 1, 2, 3 und so weiter. Natürlich sind hier diese Benennungen mit Attributnamen ein bisschen sauberer, weil man hier nicht wissen muss, in welcher Reihenfolge die einzelnen Attribute in diesem Tupel auftreten. Und so könnte das aussehen im Java-Programm. Also wir sagen while resultset.next. Also irgendwann, wenn es keine Zeile mehr gibt, wird es aussteigen hier, weil dieser Wert dann false zurückliefert. Und er liefert nicht nur false oder true zurück, sondern er setzt auch den Cursor eine Position weiter. Und wenn wir dann auf dieser Position stehen, die aktuelle Position können wir eben durch getInt, getString und so weiter hier die einzelnen Bestandteile des Tupels rausgreifen und dementsprechend ausgeben hier. Es gibt verschiedene Parametrisierungen von ResultSet, also wie man die konfigurieren kann. Wir können sagen, wir hätten gerne einen Type Forward Only, das heißt, wir können nur vorwärts laufen in der Ergebnisliste. Wir können auch Type Scroll Insensitive haben. Das heißt, man kann durchlaufen durch die Ergebnisse, aber irgendwelche Änderungen der Datenbank werden nicht reflektiert. Also das Result Set unabhängig von Änderungen, die im Hintergrund der Datenbank passieren. Dementsprechend hat man auch noch Scroll Sensitive. Das heißt, man kann dieses Result Set durchlaufen und auch Änderungen der Datenbank werden berücksichtigt.
und so weiter. Es gibt noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten, die hier aber nicht wirklich relevant sind. Wenn man mit der Datenbank arbeitet, natürlich muss man wissen, wie das Schema ausschaut, damit man auch geeignet Anfragen stellen kann. Aber man kann auch durch die Resultset-Metadaten, das Objekt, das man bekommen kann, durch diese ja, das Schema durchlaufen und das Schema zum Beispiel in einer HTML-Anwendung auf der Webseite, wenn man die Spaltennamen ausgibt, dann kann man die automatisch generieren, muss es nicht hardcoden. Das heißt, man bekommt hier von dem Resultset ein Objekt. Das ist halt ein Metadata-Objekt und da stehen dann eben die Anzahl der Spalten drin oder die Spaltennamen oder die Datentypen, wie man das hier sehen kann. Es gibt auch Fehlerbehandlungen in JDBC. Wir haben eine besondere Art von Exception, der SQL-Exception. Und natürlich sollte man hier auch aufpassen und wie man das in der Implementierung machen sollte, schön mit drei Catch abfangen. Spezifisch für diese SQL-Exception, also nicht einfach nur Exception annehmen, sondern hier eine SQL-Exception abfangen. Und wenn dann diese abfängt, dann kann man hier auch den SQL-Fehlercode auslesen oder den Status und den Fehlercode auslesen. Wenn wir Anwendungsprogramme schreiben, schreiben wir natürlich nicht nur eine Anfrage, dass wir holen uns nicht ein Connection-Objekt, dann ein Statement-Objekt und führen dann eine einzelne Anfrage aus, sondern wir würden irgendwas implementieren, was einen ganzen Ablauf hat von Anfragen, von Update, Insert, Delete Statements. Zum Beispiel würden wir Geld transferieren wollen von einem Konto auf ein anderes Konto, müssen das erste Konto erstmal auslesen, müssen dann den Kontostand ein bisschen Geld abbuchen, dann den Kontostand zurückschreiben, dann ein anderes Konto einlesen, dieses Konto aktualisieren, also das Geld hinaufbuchen. Und das Ganze sollte eine zusammenhängende sogenannte Transaktion sein. Das heißt, diese Transaktion läuft durch, komplett oder gar nicht, dass man sich nicht am Ende darum kümmern muss, dass das Geld abgebucht wurde, aber nicht gut geschrieben wurde. Und Datenbanken bieten das an, das ist sehr komfortabel. Das werden wir auch noch später sehen im Abschnitt über Transaktionsverwaltung. Das heißt, wir definieren uns zu Beginn, den Beginn einer Transaktion. Machen dann gewisse Änderungen der Datenbank und am Ende sagen wir, okay, wir sind fertig, commit. Commit bedeutet, dass die Änderungen festgeschrieben werden und dann kann es nicht passieren, dass wir während der Verarbeitung irgendwie hier einen Fehler haben und dann ist die Datenbank in einem inkonsistenten Zustand. Was die Datenbank machen würde, im Fehlerfall würde alle unsere Änderungen automatisch rückgängig machen und wir müssen uns nicht darum kümmern, die einzelnen Änderungen eigenständig ja, zurückzusetzen, das Geld wieder hin und her zu buchen und so weiter. Das macht die Datenbank für uns. Was ich hier nur sagen möchte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wir sehen das im Kapitel Transaktionen noch ausführlicher. Ich möchte nur sagen, dass in der Anwendungsprogrammierung es wichtig ist, dass man eben mit Transaktionen arbeitet, weil man nicht einfach nur einzelne Select oder Update oder Insert-Anweisungen hat, sondern das Ganze als einen Block sehen möchte oder als Anzahl von größeren Blöcken. Ja, noch kurz zu SQL oder SQL Injections. Das ist eine ganz witzige Sache, eine ernste, aber auch witzige Überlegung oder ein Problem. Und das kann man ganz gut illustrieren. Folgendes Beispiel: Wir haben eine SQL-Anfrage, die soll für eine gewisse ID eines Artikels, eines Zeitungsartikels oder Blogartikels, den Autor des Blogartikels suchen, den Betreff und den Text des Artikels. Und das könnte zum Beispiel auf irgendeiner Webseite implementiert sein, sodass hier hinten durch die Angabe von so einer ID der Anwender, der die Webseite benutzt, eben diese Informationen heraussuchen kann. Und eigentlich ist es gar nichts gegen einzuwenden. Diese 42 zum Beispiel als ID würde hier hinten in unserem Java-Programm benutzt werden und dementsprechend könnte die Anfrage ausgeführt werden und würde dann Autor, Betreff und Text dieses Artikels 42 zurückliefern. Was jetzt Hacker tun könnten, könnten hergehen und anstelle von diesem 42, diesem Integer-Wert, Folgendes angeben, nämlich 42 oder irgendeinen anderen Wert und dann noch diese anderen Worte hier, Union, Select, Login und so weiter. Und das führt dazu, dass am Ende folgende Anfrage ausgeführt wird, nämlich dass Autor, Betreff und Text von dieser Artikel, Datenbank oder Tabelle geholt werden, wo die ID 42 ist, okay?
Und dazu noch mit einer Union folgende Anfrageergebnisse. Und zwar den Login-Namen, das Passwort und irgendeine Konstante X von einer Benutzertabelle. Und das ist natürlich nicht gut, weil hier Login und Passwort ausgespäht werden kann. Die Datenbank würde das nicht merken. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja? Das nennt man SQL Injections. Warum ist hier das X drin? Naja, wir haben ja hier oben eine Tabelle mit Attributen Autor, Subject und Text. Also dort drei Informationen. Dementsprechend brauchen wir hier unten natürlich auch ein Schema, das oben dem Schema entspricht, weil Union, wie wir wissen, bedarf eben, dass die beteiligten Relationen das gleiche Schema haben. Eine einfache Möglichkeit, wie wir hier gesehen haben, Daten auszuspähen, das sollte man tunlichst vermeiden. Man kann nicht nur solche Informationen rauskriegen. Abhängig vom Datenbanksystem kann man hier auch durch irgendwelche Probleme, irgendwelche Sicherheitslücken oder eben solche von uns verursachten Sicherheitslücken sogar Code einschleusen, irgendwelche Kommandozeilen öffnen und so weiter. Hier helfen Prepared Statements. Da würde man ja nicht diesen Wert hier manuell hinzufügen, sondern man würde mit diesen Parameter-Platzhaltern arbeiten. Und wenn da ein String eingesetzt werden sollte, dann würde man hier auch diesen String sauber escapen. In dem Fall würde eben sowas nicht funktionieren. Das nur am Rande erwähnt. Aber wir hatten auch schon irgendwann mal eine Klausuraufgabe, wo man sowas angeben musste. Da ist natürlich auch wichtig, darauf zu achten, dass man hier schön schaut, dass man das gleiche Schema hat wie hier oben und so weiter. Das kann man sich einfach mal merken, so dass es solche Probleme gibt.